So, da sind wir auch wieder. Also, jetzt wollen wir doch mal zu diesem Büttel am Südtor gehen und ihn über die Piraten befragen. Bevor wir dann zum Marktplatz gehen. Also gehen wir erst einmal hier raus. Und suchen dann das Südtor. Das dürfte ja nicht so schwer zu finden sein. Ah, ich finde die Grafik so schön, auch wenn man hier auf den See guckt. Richtig schöne Spiegelungen, das Wasser, die Wassereffekte und auch die Lichteffekte, alles so herrlich in dem Spiel. Oh, Einbären. Ja, dann können wir doch gleich mal versuchen, Einbären zu sammeln. Und auf dem Weg die kleinen Feuerfliegen töten. Oh, Fehlschlag. Schade, versuchen wir es mal sehen. Auch Fehlschlag. Kleine Feuerfliegen, die dürften... Ach, die sind ja nicht mal aggressiv, also lassen wir sie sein. Ich dachte, sie wären aggressiv, weil sie so als rote Punkte hier gekennzeichnet sind. Oh, Wirselkraut, das werden wir wahrscheinlich auch nicht ernten können. Tatsache, das geht, Wirselkraut. 8 Stück gleich. Das ist sehr schön. Das ist sogar noch besser als Einbären. Wächst hier noch mehr. Hier wächst Bleichmohn, den wollen wir jetzt aber gerade nicht. Schnappen wir uns noch mehr Würstelkraut. Ah, hier ist das Südtor und da ist der Stadtgardist, mit dem wir reden wollen. Hallo. Seid gegrüßt. Kann ich helfen? Ja, das könnt ihr. Als Angehöriger der Stadtwache wisst ihr sicher etwas über die Gegend und über die Piratenüberfälle, oder? Ja, als Büttel hört man schon so einiges. Zu den Piratenüberfällen kann ich allerdings nicht viel sagen. Man munkelt aber, dass ihr Anführer exischen Blutes sein soll. Echsenmenschen. Ich bezweifle das zwar, dass irgendwelche Menschen Piraten, obwohl man weiß nie. Diese Echsen sind schon komische Gesellen. Die sind auch im ersten Teil. Aber nein, ich will nicht spoilern. Danke für die Auskunft. Ihr wollt euch doch nicht etwa mit denen anlegen? Wenn da wirklich irgendwelche Echsenmonster dahinter stecken, würde ich an eurer Stelle sehr auf der Hut sein. Ja, das werden wir auch. Danke für eure Warnung. Und ich passe schon auf mich auf. Aber fragen wir ihn nochmal. Vielleicht hat er ja auch noch was für uns zu tun. Seid gegrüßt. Kann ich helfen? Ja, gibt es irgendwas, was ich für euch tun könnte? Ich trockne auf der Wache noch aus. Bringt mir doch ein helles Verdocker. Das wäre mir auch ein paar Heller von meinem Sold wert. Ach ja, das können wir doch entbehren. Wenn ich im sanften Ochsen vorbeikomme, vielleicht, da müssen wir eh hin. So, wir haben das Südtor freigeschalten. Wenn ich längere Wege zurücklegen muss, dann benutze ich auch das Schnellreisesystem. Zum Beispiel könnte ich jetzt da zum Marktplatz schnell hochreisen, aber den Weg laufe ich. Oh, da hinten sind Vorgrim und Quano. Die beiden könnten wir theoretisch mal ansprechen, aber... ein Waschweib, eine Drahtstante und eine Klatschbase. Tolle Kombination. Die drei werden bestimmt nichts wissen. Lassen wir sie also stehen. Folgen lieber den beiden. Obwohl den beiden folgen... Wir sollen ja direkt Ardo alles sagen, deswegen gehen wir auch gleich zum Marktplatz rüber. Und reden dort mit dem alten Giesel, wenn wir ihn denn finden. Und auch... Neues aus der Kurm! Leomar vom Berg auf geheimer Mission! Der Irre aus Al-Anfa weiter auf dem Vormarsch! Feinste Schmuckwerk! Das ist der Zeitungsjunge, von dem wollen wir nichts. Den Juwelier wollen wir auch nichts. Schneider... Wolters Glas, okay, wo ist der alte Giesel? Städterin? Noch ein Städter? Ah, ich glaube, ich weiß noch, wo er steht. Er steht nämlich nicht direkt am Marktplatz, sondern hier hinterm Marktplatz. Das sind nur gewöhnliche Städter. Sich unterhalten. Hier müsste der... Nein, das ist der krumme Otto. Das war er auch nicht. Mit dem können wir reden. Mit
jetzt notwendig ist. Städter. Tränke und Zutaten. Bei mir gibt es alles, was das Alchemistenherz begehrt. Hey, schönes Mädchen. Hier kannst du mal einen richtigen Lapdance-Körper betrachten. Brauchst nicht so zu brüllen, Dean. Sie hat mich doch schon gesehen. wo steht der alte Giesel? Vielleicht kann uns ja der Junge hier weiterhelfen. Tretet näher, mein Herr. Erfüllt euch einen Wunsch für nur einen Heller. Ja, ein Wunschbrunnen. Ein Wunsch für einen Heller? Ja, werft einfach einen Heller in den Brunnen und wünscht euch was. Der Wunsch wird in Erfüllung gehen. Also der Junge scheint unbedingt sehr versessen darauf zu sein, dass wir was in den Brunnen werfen. Ein Wunsch für einen Heller, ein Versuch, das ist es wert. Euer Wunsch wird sich bald erfüllen. Da bin ich mir sicher. Einen schönen Tag noch. Der macht hier wirklich Werbung für den Brunnen und will unbedingt, dass man was reinwirft. Also mein Geodeninstinkt bzw. mein Zwergeninstinkt, was Geld angeht, verrät mir, dass da irgendwas nicht stimmt. Da ist doch diese. Den Bettler hätte ich fast übersehen wegen diesem unauffälligen Mann. Entschuldigung, habt ihr nicht ein paar Heller für einen armen Mann? Als Zwerg normalerweise würde ich ihm jetzt nichts geben, aber ja, hier dieser Heller sei dein. Braja schütze euch. Wollt ihr noch etwas von mir wissen? Ja, was kannst du mir über die Stadt erzählen? Oh, eine Menge. Kommt drauf an, was ihr wissen wollt. Du bist schon länger in Nardoid. Welche Gefahren birgt dieses Städtchen für Reisende? Tja, etwas gibt es da schon. Der alte Magier, von dem sagen sie, man soll sich vor ihm in Acht nehmen. Er macht seltsame Experimente in seinem Turm. Ihr findet ihn außerhalb der Stadt, weit im Norden. Okay, danke für diese Auskunft. Noch was? Oh, jetzt hätte ich doch fast diesen Elfen vergessen. Der streicht irgendwo im Osten im hellen Wald herum. Der ist nicht geheuer. So wie alle Elfen. Ja, und so glaube ich, diesem Elfen müssen wir, wenn wir unsere Ausbildung abschließen wollen. Bitte, bekomme ich jetzt ein kleines Almosen? Eine Hand wäscht die andere. Ach komm, kriegst noch einen Heller, du Gierschlund. Braja schütze euch. Nein, im Moment nicht. Ich drehe noch mal frisch an, weil die Sache mit den Piraten weg ist. Entschuldigung, habt ihr nicht ein paar Heller für einen armen Mann? Erst einmal sag uns was über die Piraten, die den großen Fluss unsicher machen. Na gut, es spricht sich schon so einiges herum, weshalb es noch keiner geschafft hat, die Kerle zu kriegen. Man erzählt sich, die Piraten können ihre Schiffe auf magischem Wege unsichtbar machen. Wo bin ich hier nur gelandet? Die Diebesgilde wird von der Magierin angeführt, dann gibt es einen bösen Magier in einem Turm außerhalb der Stadt und jetzt können sich so, haben sogar die Piraten einen Magier. Aber gut, ich bin selber Magier. Das trifft sich ja. Interessant, was man sich so erzählt. Das würde wirklich erklären, weshalb sie so mir nichts, dir nichts entkommen können. Bitte, bekomme ich jetzt ein kleines Almosen? Eine Hand wäscht die andere. Na gut, hier noch ein Heller. Braja schütze euch. Wollt ihr noch etwas von mir? Nein, im Moment nicht. So. Und Zutaten. Bei mir gibt es alles, was das Alchemistenherz begehrt. Die Alchemistin hier scheint ein paar Probleme mit den beiden Saufkumpanen da oben zu haben. Reden wir sie doch mal an. Was kann Auralia, die Alchemistin, für euch tun? Habt ihr eine kleine Aufgabe für mich, beziehungsweise kann ich für euch etwas tun? Seht ihr diese Lästermäuler da drüben beim Tempel? Die gehen mir schon seit Tagen auf die Nerven. Könntet ihr ihnen dieses Spezialbier bringen, um ihnen eine Lektion zu erteilen? Ein Spezialbier? Naja, ich schaue mal, was ich tun kann. Normalerweise würde ich bei solchen Sachen Nein sagen.
weil das ist irgendwie unfair, irgendwelche Leute mit alchemistischen Tränken zu, wie sagt man, verfluchen, würde ich es in dem Fall nennen. Aber da ich selber schon zu viele Saufbrüder in Bars begegnet bin, also ich als Zwerg, da wir als Zwerg zu vielen Saufbrüdern begegnet sind und die nicht leiden können, sind wir mal so nett und tun ihr den Gefallen. Kann ich sonst noch etwas für euch tun? Nein, im Augenblick nicht. Nein, danke. Rezepte, Tränke und Zutaten. Geben wir die beiden mal das Bier. Auf nicht so zu brüllen! Quatsch mich nicht an, Rübenab. Hey, lass meinen Kumpel in Ruhe. Okay, die sind wirklich nicht nett. Ich wollte euch doch nur auf ein Bier einladen. Da sage ich doch nicht nein. Na dann, Prost. Hey, gib mir auch was an. Klar, sicher doch. Ist genug für euch beide da. Hier, bitte. So. Und was steht das Bier jetzt mit denen an? Oh, es macht sie zu Fröschen. Super. Okay, das war vielleicht wirklich gemein, aber so wie die beiden sind, haben sie es verdient und sie sind schon wieder zurückverwandelt worden. Vielleicht sind sie das jetzt endlich still. Was kann Auralia, die Alchemistin, für euch tun? Ich habe den Bistermäulern das Bier verabreicht. Das wird Ihnen eine Lehre sein. Oh, ein Silbertaler und drei Heller. Das war dir Mühe wert. Eine kleine Belohnung für eure Mühe. Dankeschön. Kann ich sonst noch etwas für euch tun? Nein, danke. Rezepte, Tränke und Zutaten. Jetzt werde ich zu Ardo gehen und ihm das, was ich bereits weiß, mitteilen. Also, auf in den springenden Hirsch. Und da ist Ardo auch schon, also reden wir ihn doch gleich mal an. Ah, da seid ihr ja wieder. Schon etwas Brauchbares herausgefunden. Ja, das haben wir. Also, von zwei Krämern haben wir erfahren, dass es sich um einen Wettstreit zwischen den Piraten... falsch. Das habe ich in der Tat, und zwar von einem Krämer. Er meinte, zufällig mit angehört zu haben, wie zwei Flussleute über die Piraten sprachen. Das ist nicht viel, aber immerhin etwas. Was haben Sie sich denn erzählt? Nun, bei den vielen Überfällen soll es sich um einen Wettstreit der Piraten handeln. Scheinbar um einen Schatz, der im Fluss verloren gegangen sein soll. Um was für eine Art von Schatz es geht, das blieb allerdings im Dunkeln. Das sollte uns schon etwas weiterbringen. Hier, nehmt zum Dank diese Heller als kleine Unterstützung. Habt ihr noch mehr herausgefunden? Ja, das haben wir allerdings. Und zwar von einem Büttel haben wir herausgefunden, dass was den Piratenanführer angeht. So? Hat es denn etwas mit den Piratenüberfällen zu tun? Ja, angeblich direkt. Angeblich sei der Anführer der Piraten ein Echsenmensch. Das sollte uns schon etwas weiterbringen. Hier, nehmt zum Dank diese Heller als kleine Unterstützung. Habt ihr noch mehr herausgefunden? Ja, eine Sache haben wir noch. Und zwar konnten wir von dem alten Bettler was über die Piraten in Erfahrung bringen. Aha, und worum handelt sich's dabei? Ja, wenn ich das richtig verstanden habe, dann können die Piraten ihre Schiffe auf magischem Wege unsichtbar machen. Also ist es ziemlich schwierig, sie zu erwischen. Hab Dank, dass ihr euch etwas umgehört habt. Nun solltet ihr euch aber wieder dem erfolgreichen Abschluss eurer Lehre zuwenden. Sonst bekomme ich noch ein schlechtes Gewissen. Also nachdem Ardo am Anfang im Nachtlager noch ziemlich grob und herablassend zu uns war, ist er jetzt ziemlich nett geworden. Naja, eine Hand wäscht die andere eben. Nehmt zum Dank diese Heller als kleine Unterstützung. Ich werde die Neuigkeiten an Vorgrim und Kuano weitergeben. Drei Informationen besorgt, drei Silbertaler verdient. Das ist nämlich auch mal schnelles Geld. Und vor allem das Geld werden wir brauchen, wenn wir uns dann bald mal eine neue Armbrust besorgen werden. So, aber jetzt erstmal raus aus der Herberge und dann werden wir diesen kleinen Botengang zu der anderen Taverne außerhalb erledigen. Aber bevor wir das machen, gibt es erst noch einen kleinen Cut. Sobald es fertig geladen hat, melde ich mich wieder.